Hallo und willkommen zu diesem neuen Video. In diesem Video geht es mal wieder um eure Projekte. Das heißt, ich möchte hier im Kanal vorstellen, was ihr zu Hause so gebastelt habt. In diesem Video geht es mal um einen Fischreiher-Schreck. Und zwar hat mir das ein Zuschauer zugesandt und das möchte ich euch jetzt einfach mal vorstellen. Ich nehme euch mal kurz mit an den Schreibtisch, denn da kann ich euch nochmal genau erzählen, wie das Programm funktioniert und so weiter. Und natürlich auch ein kleines Video, wie dann das Ergebnis ausschaut. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Das Programm ist eigentlich sehr simpel. Es ist ein ganz normaler Bewegungsmelder, die der Zuschauer hier soweit installiert hat. Das heißt, der Bewegungsmelder checkt halt, okay, ist da irgendwie eine Bewegung oder nicht. Und was halt ebenfalls hier nochmal mit abgefragt wird, ist halt einfach nochmal eine Kontrolle, ist jemand zu Hause oder nicht. Und checkt halt, okay, es soll halt nur funktionieren, wenn es außer Haus ist, macht ja auch irgendwie Sinn, weil wenn man halt selber dann zu Hause sich im Garten irgendwie bewegt, soll ja nicht irgendwie der Rasensprenger angehen, um den Fischreiher hier zu vertreiben. Also, das ist halt dieses Erste, das ist die Bedingung. Die Bedingung Nummer 1 ist, es muss in Bewegung erkannt werden und die Person darf nicht im Haus sein. Was passiert dann? Die Gartenpumpe springt sofort an, sieht man hier auch, sofort Schaltzustand ein. Und danach, als nächstes, soll halt diese einfach nur für 5 Sekunden laufen. Das heißt, einfach nur, um ein bisschen Druck aufzubauen, sozusagen, über die Leitung. Und danach soll die Gartenpumpe halt sofort wieder ausgehen, damit halt dann entsprechend kurz der Rasenspringer halt anspringt und hoffentlich dann auch den Fischreiher soweit vertreibt. Wie sieht das Ganze dann in der Installation aus? Man sieht hier, dass draußen dieser Kasten mit angebaut ist, mit den 4 Schaltausgängen, das heißt mit den 4 Steckern. Der Zuschauer kann da sicherlich auch noch andere Dinge mit dran anschließen, um halt so auch ja, Gartenbeleuchtung oder wie auch immer mitzuschalten. Aber der eine Ausgang ist halt für die Pumpe da, nämlich die sieht man jetzt hier auch auf dem Bild, das ist die ganz normale Gartenpumpe. Und ebenfalls, was man hier auch nochmal kurz sieht, ist halt dann der eigentliche Garten, der Rasensprenger, der halt dann den Fischreiher vertreiben soll. Und dass das Ganze funktioniert, das schauen wir uns jetzt nochmal kurz in dem kleinen Clip an. Ich hoffe, euch hat das kurze Video gefallen. Ich finde es ganz interessant, auch mal zu zeigen, okay, wie funktioniert denn so ein Programm überhaupt? Und ich denke, für den einen oder anderen ist das ja auch interessant, dass man sich da nochmal ein bisschen reindenken kann, wie überhaupt diese Logik ist bei der Homematik und so weiter. Darum denke ich, ein gutes Video eigentlich, was euch hoffentlich auch gefällt. Wie immer, ich freue mich über einen Daumen hoch und wenn ihr auch irgendwie mal so ein Projekt vorstellen möchtet hier im Kanal, dann schreibt mir doch einfach mal hier diese E-Mail-Adresse. Schickt mir da einfach mal kurz eine E-Mail und dann kann ich das Ganze hier auch im Kanal soweit vorstellen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dann. Danke. Ciao.